Revolution befahl er lediglich, weil die Direktive ihn dazu zwang. Was ist mit dem Hybriden? Unsinn. Die Maschine hat doch von deinen Leistungen am meisten profitiert. Man tötet doch nicht sein bestes Pferd im eigenen Stall. Was ist mit dem ersten Elexitor Tarek? Möglich. Aber ich sagte ja, er ist nicht mehr ganz der Alte. Und für eine Intrige dieser Art gegen den Willen des Hybriden wäre er nicht mehr stark genug. Wer könnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Du solltest dich jetzt besser auf deine aktuelle Situation konzentrieren, Jax. Wenn es überhaupt einen Verräter gibt, wirst du seinen Namen kennen an dem Tag, an dem du die große Rampe des Eispalastes wieder emporschreitest. Wo ist Kallax jetzt? Dein Bruder weiß, dass du noch lebst. Er ist auf der Suche nach dir. Er will vollenden, was er angefangen hat, bevor er selbst Opfer der Direktive wird. Darum ist er auch allein unterwegs. Ich hörte, dass er in den an Xakor angrenzenden Gebirgszügen von Abessa auf eine Nachricht seiner Späher über deine Aktivitäten wartet. Er beobachtet das Land und wird zuschlagen, wenn er dich aufspürt. Nicht, wenn ich ihm zuvorkomme. Mir wäre lieber, dass ihr euch einigt, statt euch zu bekämpfen. Dazu ist es wohl ein wenig zu spät. Es muss doch einen Weg geben, ihn aus den Klauen des Hybriden zu befreien. Rede mit ihm. Er ist verblendet, genauso wie Tarek. Ich bin nicht mehr der Stärkere von uns beiden. Also sollte deine Sorge besser mir gelten. Geh zu deinem Bruder, Jax. Versuche dein Bestes. Meine Gedanken werden euch beide begleiten. Hör auf deine innere Stimme, mein Sohn. Ja, wer hat uns verraten? Wie hat Zaddom erfahren von unserem Auftrag? Und von wem? Aber Zaddom hat keinen... Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Kein Grund, uns in irgendeiner Weise zu schaden. Er wollte uns wahrscheinlich nur davon abhalten, Thorald zu töten. Könnte ich mir vorstellen. Mehr wahrscheinlich nicht. Ich glaube, mehr nicht, ne? Er wollte uns nur davon abhalten, Thorald zu töten, weil Thorald für ihn wichtig ist, um den Hybriden zu besiegen. Aus Gründen seiner Forschungsarbeiten. Ja, dann müssen wir jetzt zu Kallax. Hallo, Waffe ziehen. Aber wer hat uns verraten? Und vor allem, wer hat es Zaddom gesagt? Das ist ja eigentlich so die wichtigere Frage. Autsch. Mir wird jetzt auch niemand einfallen im Moment. Wenn ich ehrlich sein soll. Na, noch so ein Vieh. Mal gucken, wo muss ich denn lang? Ich muss... Ach, hier hinten muss ich hin. Okay. So, lass ich den da oben mal da oben sein. Kallax hatte auch keinen Grund. Also, Vater hat schon recht, aber wer dann? Oder war es vielleicht unser Vater selber? Weil er war der Einzige, er war wahrscheinlich... Können wir vorstellen, dass er der Einzige war, also der wusste von, er war auch ein Commander, er wusste von Zaddom. Aber warum?
Warum wollt ihr uns loswerden? Wir werden es bald erfahren. So viel haben wir ja nicht mehr. Ach, ja. Er ist da oben. Mal gucken, ob der überhaupt mit uns reden will oder uns direkt kalt machen will. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen. Aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Ja, super, danke. Tot. Jo. Super. Oh, Mann, ey. Komm direkt mit dem Flammenwerfer. Wie willst du da denn bitte eine Chance haben, Alter? Ja, ja, komm. Quatsch nicht so viel. Oh. Ist alles voll mit denen. Alter. Also es ist eine Falle. Okay, ich glaube, kämpfen hat hier, glaube ich, keinen richtigen Sinn, ne? Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Ich muss noch einmal zu Vardek. Er hat mir einiges zu erklären. Also doch mein Vater, ja? Kikaya hat noch ein bisschen zu tun da oben. Da sind echt viele Feinde. Speicher hier mal. Ich will die natürlich trotzdem, ne? Aber halt mit einem taktischen Vorteil, wenn dann. Und nicht mit so einem taktischen Nachteil. Wow, hey, ganz ruhig. Dann ist auch noch ein ganzer Arsch voll. Die Damen und Herren haben ja wirklich an alles gedacht. So, ich speichere hier einmal. Gucken
gucken, ob der gute Herr Kallax noch hier ist. Ich glaube, der hat schon Schuh gemacht. Ich will die alle wegmatschen. Ja, mach doch mal. Schnapp ich mir auch gerade. Es geht los. Ich hab noch nicht mehr so viele Pfeile. Ich bin da. Vielleicht soll ich auch einfach eine andere Waffe nehmen. Die kommen ja nicht rüber. Man, die können doch fliegen. Ich verstehe da ehrlich gesagt das Problem nicht. So. Einer da unten ist tot. Tot. Okay. Und der alte Kallax ist weg. Die hatten jetzt natürlich einen taktischen Vorteil, weil die einfach hinter mir aufgetaucht sind. Das fand ich jetzt nicht so gut. Vor allem wie unauffällig die einfach hinter mir aufgetaucht sind, ne? Einfach so. Als ob die sich einfach so an mich anschleichen konnten. Mist, den kann ich nicht looten. Doch, jetzt. Mist, warte, warte. Da. Nein, nein, nein. Wo ist, hallo, Maus? Da. Nicht du, Kaya, er da. Jetzt. Zack. Ich glaube, die waren hier hinten versteckt, wo auch immer der Kampfroboter da reingepasst hat. Keine Ahnung. Aber hier waren wir auch schon. Oh, warte, ich könnte hier mal eben. Zack. Eine Runde abschnarchen und dann geht's weiter. Puh. Jo, meine Frendos. Dann da. Unten die beiden möchte ich mir auch noch mitnehmen. Das habe ich mir verdient. Warum der hier tot ist, weiß ich nicht. Fakt ist aber, er ist es. Und dann haben wir da unten noch eine Gang. Langsam wieder die Pfeile ausgehen, würde ich tatsächlich mal auf ein Plasmagewehr umsteigen oder sowas. Kann ich hiervon irgendwas tragen? 79? Oh ja, den Fehler. Den nehme ich mal. Statt des Bogens. 8. Vorsicht! Aua! Wir hatten da gerade Flamme gegeben, Alter. Ja, natürlich. Was ist denn der für ein Skill, Alter? Was ist denn der für ein Aim? Mal stehen. Ja.
so viel kann er doch gar nicht einstecken. Viel weniger Schaden als der Bogen macht das Ding ja jetzt auch nicht. Offensichtlich machen die kaum Schaden. Ist ja ausweichen. Der eine ist schon mal weg. Gefühlt treffe ich halt gar nicht, ne? Danke, Kaya. Gut gemacht, Kaya. Dann haut mach ich mir eine Mütze. Ich treffe den nicht, oder? Das ist nicht hilfreich, wenn du mir... Hä? Nur auf auszuweichen. Der Fehler ist halt voll ineffektiv. Und er wacht einfach immer aus. Das Ding bringt halt gar nichts. Verstehe ich nicht. Und wie weit kann der denn mit einer Granate werfen? Guck mal an. Na sicher doch. Ich will die doch nur von hier oben mal wegmatschen, Mann. Wie schwer kann das denn sein, hier Fernkampfschaden anzurichten? Hör mal. Den kann ich gar nicht tragen, da fehlt noch was. 75. Der macht sogar 79. Ein 100, der Erlöser. Geht aber auch noch nicht. Brauche ich ein bisschen Intelligenz für. Für eine Schrotflinte brauche ich Intelligenz. Ah ne, für die Energiewaffe. Was war denn noch so? Die möchte ich eigentlich noch behalten. Lass mal, ja, dann müssen wir das hier nehmen. Ein Plasmagewehr, ein stinknormales. Wo sind sie da? Wir hier nicht. Ah, super. Wo geht denn her? Du bist hier voll gegrillt, Alter. Ich benutze Nemo. Wir haben zwar nicht mehr viele. Autsch. Ja, du auch, ja? Hab ich gerade geheilt? Oh, danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Alter, ist das ein Nervbolzen, ne? Junge, Junge, Junge. Nein. Nicht. Wo ist er jetzt? Wo ist der Pisser? Sehe ihn nicht mehr. Alter, willst du mich verarschen? Ja, na sicher. Hol mal Luft, Junge. Alter, ist der Typ abgefuckt, ey. Du
Wehe, du bewegst dich. Natürlich steht er wieder auf. Okay, was war das? Jetzt habe ich die Schnauze voll. Los, los, Kaya, auf sie mit Gebrüll. Kaya! Kommt doch mit! Aua! So. Nein! Den wollte ich töten! Der hat mich so abgefuckt gerade. Was für ein kranker Bastard! Was für ein Aim, Alter! Hier sind noch mehr, ne? Noch einer. Du Schwein! Stopp! So, haben wir jetzt alle? Ich weiß, das hätte ich nicht gemusst, aber ich wollte es müssen tun. So, okay, die, auf die scheiße ich. Fehlinformation. Das müssen wir als nächstes machen. Dann müssen wir wieder zurück zum Konverter. Wahrscheinlich ist jetzt auch weg. Würde ich fast drauf wetten. Ach, jetzt muss ich wieder rumlaufen, ne? Da lang. Lauf. Lauf, Jax, lauf. Die Frage ist ja auch, von wem hat Vardek seine Info gehabt, dass Kallax hier allein unterwegs ist? Ist Vardek vielleicht doch kein Separatist, sondern ein Spion? Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Eine halbe Alparmee hat mir da oben in den Bergen aufgelauert. Sagtest du nicht, Kallax sei allein unterwegs? Tut mir leid. Ich dachte, meine Informationen seien zuverlässig. Woher genau hast du die Information überhaupt? Er hat es mir selbst gesagt. Dann hat Kallax dich benutzt und hat dich absichtlich diesen Unsinn glauben lassen. Und ich laufe ihm geradewegs in die Falle. Er ist völlig verblendet. Du musst irgendeinen Weg finden, ihn da rauszuholen. Das kann ich dir nicht versprechen. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. Kallax erzählte mir, ich sei schon lange ein Teil des Elixitoren-Kollektivs. Was hat er damit gemeint? Nun, du warst ihm direkt unterstellt. Ihr habt zusammen eine Menge bewegt im Namen des Hybriden. Ja, aber ich kenne nicht einmal den Code zur Kammer des Hybriden. Kallax als vollwertiger Elixitor hatte immer Zugang. Und nur er hat meistens direkt mit dem Hybriden gesprochen. Aber da steckt doch noch mehr dahinter. Warum hast du Kallax nicht selbst danach gefragt? Es gab ein paar Kampfmaschinen, die mich daran hinderten. Du musst noch einmal mit ihm sprechen. Wie soll ich mit Kallax sprechen, ohne dass ich wieder in eine Falle laufe? Du musst einen geeigneten Ort finden, wohin ihm seine Kampfmaschinen nicht folgen. Dann musst du ihn dorthin locken. Wo soll dieser Ort sein? Ich weiß es nicht. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Kallax anlocken? Ist das dein Ernst? Ich wüsste da vielleicht etwas, aber... Die Zeit des Zauderns und der Bedenken sind vorbei, Vater. Gib mir endlich etwas, was mir weiterhilft. Es ist etwas Wichtiges geschehen in der Vergangenheit, das ich dir nie erzählt habe. Kallax weiß es schon sehr lange. Und er weiß auch, wenn es im Eispalast bekannt würde. Was dann? Nun, er würde ziemlich sicher seinen Rang als Elixitor verlieren. Was? Aber... Es gibt da ein unscheinbares kleines Fischerdorf auf einer Insel im Süden von Edan, das heute verlassen sein müsste. Dort wirst du die Antwort auf all deine Fragen finden, mein Sohn. Du schickst mich einfach weg nach so einer Andeutung? Du musst es selbst sehen, um es zu verstehen. Wenn du zurück bist, werden wir darüber sprechen. Okay. Von mir aus habe ich ein... Oh ja, nice. Dann erstmal ein auf Geschicklichkeit.
Dann kann ich meinen Bogen wieder nehmen. Zack. Und wir sollten mal wieder was lernen, ne? Für den Todesstrahl brauche ich Stärke, natürlich. Stärke, 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 Stärke. Was wollen wir denn lernen? Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Konstitution. Ich habe 3 Lernpunkte. Ich weiß gar nicht, was ich lernen soll. Clown brauche ich nicht, Goldschmied brauche ich auch nicht. Hackerding, ja geht. Bücherwurm könnten wir machen. Aber lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. Wir sind, glaube ich, relativ nah am Ende. Heilung auf jeden Fall. Und vielleicht Geisterwolf. Hat ein Geistwesen, das hier im Kampf zur Seite steht. Das könnte man mal machen. Für eine Stunde, für eine Minute. Geisterwolf und Heilung würde ich wohl nehmen. Da muss ich nur mal eben nach Goliath. Lauf. Geisterwolf. Und vielleicht noch ein paar Tränke machen, ne? Geisterwolf und Heilung auf jeden Fall. Und danach müssen wir mal gucken. Bring mir etwas bei. Gut. Spruch Heilung. Und... alles andere lohnt sich nicht so richtig, ne? Rüstung für 10 Sekunden, ne, für 90 Sekunden. Lässt sich einen zielsuchenden Pfeil verschießen. Geistgestalt, nö. Ich würde Geisterwolf nehmen. Mein Sohn möchte wieder rein. Okay, ist das jetzt eine Waffe? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Ach hier, Magie. So, Geisterwolf. Das hier brauche ich mittlerweile fast gar nicht mehr, ne? Mache ich mir mal Geisterwolf auf die 4 und die Heilung auf die 2. Dann haben wir noch eine Sache, die wir lernen könnten. Sehe ich aber noch gar nicht. Jetzt halt beim Hacken brauchen wir einfach nicht. Und hier ist auch nichts dabei. Vielleicht Bücherwurm maximal. Ich glaube, so viel werden wir auch nicht mehr lesen. Dann lasse ich den erstmal über. Immer dieser Technikkram. Ja, ja, ja. Kalax öffnen könnte. Er muss von den Alpsoldaten selten kontrolliert werden, damit ich Kalax dort allein treffen kann, ohne dass seine Soldaten oder Kampfmaschinen mir dort auflauern. Irgendwann wird mir diese Fähne. Ja, dann müssen wir den hier nämlich machen. Gut, dass wir hier schon waren. Berserker. Na? Hinter mir. Wie gehst du denn auf sie? Führer tot. Dankeschön. So. Da ist das Dorf, das ich mir für meinen Vater ansehen sollte. Die Luft hier riecht wie... es erinnert mich an etwas. Ich kenne diesen Ort. Ich war...